Heute Abend ist es soweit. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, vor 3 Wochen habe ich mein aktuelles neues Baby vorgestellt, die Roccanossi, wo ich mir selbst extrem darüber freue, bin ein sehr guter Kunde von mir. Und jetzt ist die Zeit dafür gekommen, dass ich wieder ein neues Baby vorstelle. Und zwar mache ich das wieder nicht alleine, sondern da hinter der Kamera sitzen eine charmante Dame und ein charmanter Herr, die dann gleich da zu mir kommen werden. Und das Ganze ist für mich ganz ein großes Herzensprojekt. Und ich möchte euch jetzt zeigen, beziehungsweise wir zeigen euch jetzt, was sich da im Hintergrund bewegt. Ein bisschen was sieht man da schon. Aber wir wollen euch genau erklären, warum wir das machen, wieso wir das machen und was da gedankentechnisch dahinter steht. Für alle, die zum ersten Mal mit dabei sind bei RockTV, mein Name ist Chris Rohrfacher, ich bin Gründer und Inhaber von RockSports Bio-Sportnahrung. Ja, meine große Leidenschaft ist es, Sportnahrung zu entwickeln und zu produzieren und das Ganze in Bio-Qualität. Ja, und ich bin da die letzten Monate und Jahre auf unterschiedlichsten Vorträgen unterwegs, sei es mit dem Florian Reiter, den Sie vielleicht schon kennst, der Lauftrainer, bis hin zu Sportmedizinern etc. Ernährungsvorträge, wo wir versuchen, den Menschen zu zeigen, was wirklich wichtig ist, um Muskeln aufzubauen, um sich zu regenerieren etc. Und bei diesen Vorträgen haben wir dann immer gemerkt, okay, es geht nicht nur um die reine Sportnahrung an sich, dass ich sage, ich habe jetzt ein tolles Produkt, ich habe ein tolles RockSports Eiweißpulver, sondern man hat gemerkt, das Feedback der Leute bei den Vorträgen ist immer, wie kann ich denn das Ganze umsetzen in den Alltag? Weil dir bringt die beste Sportnahrung nichts, du wirst die Diät, was auch immer, nicht durchstehen, wenn du nicht das Wissen von dieser Diät hast. Wie kann ich denn das in den Alltag umsetzen? Und das betrifft nicht nur die Ernährung, sondern das betrifft auch unterschiedlichste Bereiche. Sei es jetzt persönliche Weiterentwicklung, sei es als Unternehmer, sei es als private Hausfrau und Mutter, völlig egal. Es gibt unterschiedlichste Herausforderungen, die wir dann meistern wollen. Und irgendwelche einzelnen Produkte, das Roccanossi wird dir zwar dabei helfen, dass du deinen Eiweißbedarf deckst, aber es wird nicht dabei helfen, dass du deine Diät oder dein sportliches Ziel erreichst. Dafür sind Hintergrundinfos notwendig. Und genau diese Hintergrundinfos, die hat es ja bis dato nicht gegeben. Die habe zwar ich jeden Sonntag mit RockTV geliefert, ich habe immer auch die Hintergrundinfos ausgearbeitet, aber trotzdem, damit man wirklich in die Umsetzung kommt, ist es wichtig, mehr Bausteine zu bekommen. Und genau vor diesem Hintergrund haben sich insgesamt 7 Personen zusammengetan, einer davon bin ich. Und so wie das Leben spielt, haben wir uns durch einen ganz einen komischen Zufall getroffen und jeder von uns, jeder von den 7 Stück, hat ganz eine eigene Herausforderung gehabt. Ich zum Beispiel mit dem Thema Ernährung, mit dem Thema Sport, dann hat es Themen gegeben, Finanzen und so weiter. Das schauen wir uns dann alles gleich an. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwas gemeinsam machen. Wir müssen diesen fehlenden Baustein des Wissens, der Umsetzung, den müssen wir irgendwie cool zusammenfassen. Und das war im Prinzip die Geburtsstunde von einem ganz besonderen Projekt. Und am besten zitiere ich da diesen jungen Herrn, den kennt ihr vielleicht, der Bert Einstein, der Albert Einstein, der hat irgendwann einmal gesagt, Probleme, egal welche Probleme das sind, kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Egal was das Problem ist, ob das Problem jetzt ist, ich möchte 10 Kilo abnehmen, ich möchte Muskeln aufbauen, ich möchte meine Geschäftsidee realisieren, was auch immer. Am Ende des Tages muss ich irgendwo meine Denkweise darauf einstellen, was ich erreichen möchte. Und das ist im Prinzip die Geburtsstunde gewesen. Wir haben die Initiative Denkweise gegründet. Und Denkweise ist eine Initiative, das zeige ich dann gleich. Im Rahmen von dieser Initiative haben wir die Impulsnacht gegründet. Und die Impulsnacht ist im Prinzip, wie soll ich sagen, es ist ein Event, das am 8.11. stattfinden wird. Und wir zeigen euch jetzt, was da dahinter steht. Das ist ein Impuls, ja, ein Impulsevent. Darf ich das kurz haben? Ganz kurz. Da habe ich eine Assistentin, die mir das gereicht hat. Also wir haben ja da unser schönes, hübsches Fleischchen und das Ganze auf der Hinterseite die Impulsnacht. Und sehe ich gerade, der Norbert schreibt, Bert sind die Besten. So ist es. Und da sehe ich gerade, der Engelbert ist eh schon da. Bert, du bist tatsächlich der Beste, aber das ist nicht dieser Engelbert Mal, sondern das ist der Albert, nicht Mal, sondern Einstein, ja. Aber da kommt schon. Ja. Auf alle Fälle, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir haben diese Initiative gegründet und das Ganze ist eine Veranstaltung in einem einzigartigen Rahmen. Und ich möchte jetzt euch zeigen, für welche Menschen ist die ganze Impulsnacht. Und dann möchte ich diese beiden Damen und Herren da
einmal vor die Kamera holen und dann seht ihr, mit wem habt ihr es da eigentlich zu tun. Die Denkweise Impulsnacht, also dieses Event, ist für Menschen, die einen noch so kleinen Drang verspüren und sagen, ich möchte irgendwas ändern, sei es sportlich, sei es beruflich, sei es privat, sei es finanziell, was auch immer. Wir haben für alle relevanten Bereiche im Leben einen Impulsvortrag in dieser Impulsnacht, insgesamt 6 Stück. Und jeder dieser Impulsvorträge liefert euch Inhalte, mit denen ihr, wenn ihr aus dem Kino rausgeht, das Ganze findet nämlich im Kino statt, zeige ich euch dann gleich noch, könnt ihr mit dem Ding rausgehen und tatsächlich in die Umsetzung gehen. Und das ist uns wichtig. Kein theoretisches Blabla, sondern das Ding soll direkt in die Umsetzung gehen. So, und jetzt muss ich da auf meinen Schummler kurz schauen. Genau, wir gehen eigentlich im Prinzip direkt in die Vorstellung rein. Und zwar das ganze Thema Denkweise, diese Initiative, die wir da gegründet haben, die geht eigentlich nicht nur mit mir, ich bin so jetzt dieser Moderator, der da quasi die Leute ein bisschen ankündigt, sondern es geht um die ganze Gruppe. Und da darf ich jetzt einmal die Chrissy und den lieben Mario bitten. In Summe sind wir ja 7 Leute, aber da passen wir nicht alle her, weil wir alle so brat sind. Und deshalb sind wir heute nur zu dritt. So, darf ich mal die Dame daher bitten. Einmal schön winken in die Kamera. Ja. Das Hallo. Ist die Chrissy Aschauer. Und da kommt noch ein zweiter Charmante. Jetzt müssen wir schauen, wie wir da... Geht sie aus. Ja, genau, so herstellen. Mario Bramberger, Chrissy Aschauer. Und das sind 2 von unserem Team. In Summe sind wir 4 Leute. 7 Leute, Entschuldigung. Genau. 7 Leute passen noch nicht her, deshalb heute zu dritt. Und mir ist es wichtig, bevor ich da irgendwas bewerbe, und ihr kennt das beim Roccanossi, bei meinen Produkten, mir ist immer wichtig, euch zu zeigen, was da tatsächlich dahinter steht und nicht einfach irgendwas Blabla machen. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen das zu dritt heute live, dass ihr wirklich die Leute, die dahinter steht, und auch deren Geschichten kennenlernt. Und jeder von diesen Damen und Herren hat eine bestimmte Geschichte, die ihr bei der Impulsnacht mitbekommt. So, und jetzt starten wir einfach los, nicht lange plappern. Ladies first, fangen wir mit der Dame an. Chrissy, was ist für dich die Impulsnacht, wie würdest du sie beschreiben und was ist dein Input? Komm ein bisschen rüber, dass man das sieht. Mhm. Ah ja, genau, stimmt. Danke für die Grüße, ja, die Anpassung. Die Impulsnacht, oder besser gesagt Denkweise, ist für jeden richtig, der nur den kleinsten inneren Antrieb verspürt, dass er was verändern möchte oder sie persönlich weiterentwickeln möchte. Und durch das, dass wir unterschiedlichste Personen sind mit unterschiedlichsten Themenbereichen, ist da alles dabei. Also wir haben Ernährung, wir haben Finanzen, wir haben Strategieberatung, oder wenn es um die Themen geht, dann Natur ist dabei, Mindset. Mhm. Was ist genau dein persönlicher Hintergrund? Was ist deine Story, die du am 9. oder am 8.11. uns zeigst? Was ist da dahinter? Und das ist, Entschuldigung, das ist das Spannende, weil jeder von uns drei da eine Geschichte hat, so wie es mir damals gegangen ist bei der Unternehmensgründung. Oder warum kann ich über das Thema Ernährung erzählen, weil ich das selbst alles durcherlebt habe. Und es gibt für alle Bereiche im Leben, da haben wir eben diese 7 Leute, die jeder für sich Erfahrungen gemacht haben und die bekommst du konzentriert in dieser Keynote-Speech sozusagen. Genau. Was ist da bei dir genau die Geschichte dahinter? Also mein Thema ist, es hat sich schon von Kindheit an gezeigt, dass für mich Geld wichtig ist, oder dass ich gemerkt habe, Geld ist für gewisse Träume, die ich erreichen will, oder Ziele, die ich erreichen möchte, wichtig. Also da kommt man nicht drum herum, das ist ein wichtiger Bestandteil. Und so habe ich angefangen, dass ich relativ bald mich damit beschäftige, wie ich das Ganze angehen kann, dass ich genug Geld zur Verfügung habe. Jetzt würden ja viele sagen, boah, die sagt, Geld ist wichtig und so weiter. Das ist ja in Österreich ganz ein spezielles Mindset, da wirst du auch in deiner Keynote kurz drüber reden, genau, wahrscheinlich. Ja, ne? Ganz bestimmt. Und am Ende des Tages, dein Hashtag ist ohne Moos nichts los, und das ist dann tatsächlich so. Ich kann bei Rocksports meine Bioprotein-Vanille, was weiß ich, nicht herstellen, wenn ich nicht die finanziellen Mittel vorfinanzieren kann, um das einzukaufen. Das heißt, ich kann die tollste Idee haben, wenn die Finanzen nicht passen, kannst du die Idee nicht realisieren, und du zeigst uns quasi, egal ob ich die alleinerziehende Mutter bin, die zu Hause ist und irgendwie ihre Realität, ihre Idee Realität werden lassen möchte, bis hin zum Firmenchef, kannst du zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, die Finanzen unter Kontrolle zu bringen, auf Anführungszeichen. Genau, ja, also speziell zu mir, also ich bin Mutter, also selbst Mutter von einem 2-jährigen, 3-jährigen mittlerweile Kind. Und ich habe gemerkt, es ist mir wichtig, dass ich bei meinem Kind daheim bin, und das hätte ich aber nicht können, wenn ich die finanziellen Mittel nicht im Hintergrund gehabt hätte. Und es gibt diverse Themen, oder jeder andere Themen. Mir geht es auch nicht darum, dass ich
jemandem zeigt, wie er Millionen macht. Das ist jetzt nicht das vorrangige Ziel, sondern wirklich die Ziele definieren und dann schauen, was brauche ich dafür. Abgestimmt aufs Ziel definieren, was finanziell notwendig ist, sozusagen. Ja. Schauen wir mal, da kommen die ersten. Ja, genau. Die Michi sehe ich, Sophie ist da, die übrigens gerade mit dem Auto fährt. Markus ist dabei, sehr cool. Passt, das heißt, du hast, das finde ich so cool, das sind Geschichten, die nicht irgendwie erfunden sind, sondern das habt ihr oder hast du in dem konkreten Fall erlebt. Du kannst von dieser Geschichte reden, weißt, dass du selbst erlebt hast und du kannst zeigen, wie man da rauskommt. Ne? Genau, so ist es, ja. Sehr cool. Dann habe ich da noch einen charmanten Herrn, das wird jetzt ein bisschen knapp, gell? Ja. Geht sich aus. Der liebe Mario, wir kennen uns schon lange, glaube ich. Einige Jahre, würde ich sagen. Ja. Und das Lustige ist, ich habe die Geschichte, die der Mario jetzt gleich erzählt, selbst miterlebt und ich weiß, was du gemacht hast. Und du weißt, dass mir das extrem taugt. Mir taugt das auch genauso, aber da, das habe ich nicht live miterlebt. Bei Mario habe ich es live miterlebt, das ist nochmal ganz was anderes. Was ist dein Ansatz, was ist dein Gedanke, wenn es um Thema die Impulse nach die Denkweise geht und was wird dein Input sein? Bei mir geht es darum, seine Kernkompetenz, seine eigene Story zu nutzen und das auch im Leben umzusetzen und wirksam werden zu lassen. Mein großes Thema seit 3-4 Jahren ist das Thema wirksam werden und darüber möchte ich reden, dazu werde ich einen Input liefern und ja, da werden wir genau darauf hinschauen. Wirksam werden, sagt sie der eine so andere, puh. Was hast du, verkaufst du Medikamente, die dann wirksam werden? Oder ja. Was bedeutet das? Ja. Am besten anhand von deinem Beispiel. Genau. Also, oder darf ich nur kurz? Entschuldigung. Bitte. Ich habe Mario kennengelernt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Jahre das aus ist, aber ich schätze mal 5 Jahre oder so. Länger, 6, 7 Jahre. 6 Jahre. Ja, genau. Ich habe Mario kennengelernt mit wie viel Kilogramm mehr? Naja, über 20 Kilo mehr. 20 Kilogramm mehr mit jemandem, der sich nicht mit dem Thema Ernährung beschäftigt, der übergewichtig ist, der extrem viel gearbeitet hat, machst nach wie vor auch, aber jetzt anders. Und du hast jetzt einfach eine sportliche Ausrichtung, die du vorher nicht gehabt hast. Und du hast dich auch beruflich extrem verändert und das ist das Spannende. Vielleicht kannst du uns da 2-3 Sätze dazu sagen. Genau, also zuerst zu dem einen Thema, damals, wie du mich kennengelernt hast, war eben der Wunsch in meinem Leben nach Veränderung sehr groß. Körperlich, aber auch das berufliche Thema ist irgendwie angestanden. Und ich habe viel probiert, mir viel angehört, aber die Eintrittskarten nicht gefunden. Ja, also ich war bei Vorträgen, habe mir was angehört, trotzdem ist es mir nicht gelungen, meine Ziele umzusetzen. Habe dann aufgrund von guten Leuten und guten Coaches die Eintrittskarten gekriegt und das Erste, was ich wirklich ändern konnte, war das Körperliche. Das heißt, ich habe begonnen abzunehmen, habe mich mit Ernährung auseinandergesetzt, da hast du eine gewisse Rolle gespielt und auch das Rocksportsthema hat mich da seit Jahren begleitet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das Körperliche habe ich geschafft, jetzt gibt es auch im Beruflichen was zu tun. Da sind auch Themen angestanden. Das ist jetzt spannend. Und jetzt komme ich zum Thema Wirksamkeit zurück, weil in meinem Umfeld, in meinem Job war es so, das ist halt ein Job, wo man schon in der Öffentlichkeit auch gestanden ist, wo es um Interessenspolitik sehr viel gegangen ist und ich habe gemerkt, ich hackelt und tue und irgendwie geht von meinen 100%, die ich reingebe, oder vielleicht waren es sogar manchmal 110, 120% von meinem Gefühl her gesehen, da geht so viel verloren. Weil taktiert worden ist von den Leuten, weil politisiert worden ist, weil sich die Leute untereinander ausgespielt haben. Und ich habe mir gedacht, da kommt von meinem Engagement viel zu wenig an. Gefühlt manchmal vielleicht nur 20, 30, 40%. Und ich habe mir gedacht, da war so viel mehr möglich. Kannst du vielleicht sagen, bei welchen, du musst nicht den Arbeitgeber genau sagen, aber dass die Leute ein Gefühl bekommen. Du bist ja in einer öffentlichen, kann man so formulieren, ist eine öffentliche Einrichtung. Genau, also man kann ganz klar sagen, ich war 20 Jahre bei der WKO beschäftigt. Genau. Wirtschaftskammer für die Nichtunternehmer. Und das ist halt am Ende des Tages ein Verein, würde ich jetzt sagen, Interessenspolitische Organisation, Interessensvertretung. Genau, wo du halt gewisse Rahmen gehabt hast und ich habe es so empfunden, du hast da versucht, unterschiedlichste Ideen reinzubringen, bist aber dann oftmals immer an die Systemgrenzen vielleicht gestoßen. Genau. Und das ist gar nicht so sehr nur an der Organisation kleben. Ja? Aber du hast halt in der Interessenspolitik unterschiedliche Gruppen, musst Interessen ausgleichen und dadurch bleibt dann auch schon einfach gewisse Wirksamkeit auf der Strecke. Es war sehr spannend, ich habe den Job gern gemacht bis zum Schluss, also so war es ja nicht. Aber ich hätte mir mehr gewünscht, dass ich mehr wirksam werden kann, da nochmal dieses Wort der Wirksamkeit. Und das war dort dann irgendwie nicht mehr möglich, aufgrund der Rahmenbedingungen. Ja. Es war ja dann sogar in Diskussion, die Kammern in Österreich abzuschaffen. Also da spielt vieles mit, wie auch immer, und habe das dann einfach für mich geändert und bin dann nach 20 Jahren in der Organisation rausgegangen. Und das ist das, was mich extrem beeindruckt.
dass man aus einem gesicherten Umfeld, wo du bis zur Pension wahrscheinlich gut verdient hättest und in einem sicheren Job gewesen wärst, trotzdem das weggeschmissen hast und was Neues gemacht hast. So bist du in deiner Situation aus der Komfortzone rausgegangen bist und das geändert hast. Ne? Und da sage ich immer, da muss man auf gut Deutsch gesagt die Eier haben. So wie der Bert schreibt, wie bei mir, das ist glaube ich bezogen auf deine Gewichtsreduktion, du brauchst auf gut Deutsch gesagt die Eier, das zu machen. Denn es bringt nichts, wenn man zu Hause sitzt und sagt, die Arbeit ist scheiße, ich bin übergewichtig, das, das und das. Das ist nett, das ist gut, dass man es weiß, aber am Ende des Tages muss man es ändern. Und ich muss mich um meine Finanzen kümmern, ich muss mich um das kümmern, wenn ich frage, ist das, was ich beruflich mache, erfüllt mich das? Oder denke ich mir jedes Mal, wenn ich in der Früh aufstehe, boah, was tue ich da eigentlich? Jeden Tag gehe ich wieder dorthin. Und ich höre das ja auch sehr oft von Leuten, wenn ich darüber rede, nämlich über meine Situation, oder die Christine hat es ja auch gemacht, eigentlich als Mitgründerin einer Firma, dann bist du nicht nur Mutter und hast jetzt dort eine Gründung, sondern du hast einen anderen Part auch noch zu berichten. Und dass du dort einfach dann sagst, ich ändere was. Und ich höre das sehr oft von Leuten, die dann sagen, ja, aber jetzt bin ich schon 15 Jahre in der Firma und habe einen gewissen Status erarbeitet. Wenn ich jetzt das aufhöre, dann fange ich wieder bei Null an und das will ich nicht aufgeben. Oder auch der beliebte Spruch, ich habe eh nur mehr 10 Jahre bis zur Pension. Ja, also, das ist dann, ne? Das war nämlich einer der Blicke, der mich irgendwie beängstigt hat. Ich war 20 Jahre schon in der Organisation, ich habe sehr jung angefangen und habe nach vorne geschaut und mir gedacht, nur mal 25 Jahre, das geht jetzt gedanklich irgendwie nicht aus. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich tun, habe am Anfang überhaupt keinen Plan gehabt, welche Möglichkeiten oder was bin ich ja bereit zu tun. Aber ich habe mir dann einfach auseinandergesetzt und geschaut, was ist möglich. Und ja, also wenn wir über unseren Abend reden, Denkweise am 8. November, Komfortzone wird ein Riesenthema sein. Und da werde ich auch ganz in jedem Thema. Und da werde ich ein ganz spannendes Bild herzeigen, dass nämlich die Komfortzone, in der man sich so bewegt, ja, relativ klein ist und die wirklich coolen Dinge außerhalb dieser Komfortzone passieren und viel größer und mächtiger sein können. Also darauf werde ich auch in meinem Vortrag Bezug nehmen. Und da möchte ich jetzt aber nicht zu verraten, weil da werden wir am 8. November abliefern, nicht nur ich, sondern du genauso, die Christine und alle, die an dem Abend dabei sein werden. Ja. Und was ich wichtig finde, ist auch, dass es ein Rahmen ausmacht. Also das heißt, je nachdem in welchem Umfeld, dass man sich bewegt, hält man sich auch klar. Wenn man das Umfeld irgendwie verändert und teilweise verändert sich das auch, wenn man sich selbst verändert, dann merkt man vor allem, was alles möglich ist. Gibt es das coole Sprichwort, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ne? Ja. Und man merkt es auch bei uns, in was für einer kurzen Zeit wir das geschafft haben, das auf die Beine zu stellen und was da jetzt rauskommt. Genau. Also all das, was wir da gemacht haben, war nicht geplant, das ist das Lustige, wir haben uns alle irgendwie gefunden, haben wir mal gemeinsam gefrühstückt und dann 9 Monate später tatsächlich, wie es halt bei den Babys auch ist, haben wir unser Baby da geboren. Ne? Chrissy, was noch spannend ist, ich mache oft die Erfahrung, gerade bei Frauen, die, oder ich formuliere es anders, Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, wir Männer überschätzen uns immer hoffnungslos und die Damen, die in der Regel immer gleichwertig sind von der Ausbildung und so weiter, sagen eher, nein, das ist vielleicht doch ein bisschen was zu wenig. Das stimmt. Du hast auch den Unternehmer-Background. Vielleicht kannst du auch die Damen hinterm Schirm da nochmal ein bisschen sagen. Du hast jetzt vorhin das erwähnt mit der Mutter, aber auch das Unternehmertechnische, was du da, vielleicht kannst du 2, 3 so Sätze dazu sagen, was dann, wo man sieht, okay, da kann man sich auch was mitnehmen. Ja, also ich war lange in der Unternehmensberatung tätig, das hat mir auch Spaß gemacht und das war so richtig organisatorisch was aufzubauen und habe dann die Chance bekommen, vor einer bestehenden Firma eine Abspaltung mitzumachen und dann was Neues zu gründen. Und das ist mit Risiko verbunden und das hat viel Überlegung. Das ist ein bestehendes Unternehmen, ein neues Unternehmen. Genau, komplett von Null aufzubauen. Und ja, es hat funktioniert. Die Firma besteht jetzt noch, ist international tätig. Sehr also, cool. Ja. Und das als Mutter, als Familien, ihr seid verheiratet, glaube ich, oder? Nein. Okay. Noch nicht, ja. Wenn der Göttergatte da zuschaut, genau, das ist gleich mal. Ja. Bitte in die Kommentare schreiben, wann die, genau, die Chrissy heiraten. Das wäre jetzt spannend, genau, richtig, ja. Okay, und das ist eine coole Info für alle Damen, die sagen, ja, ich bin ja eine Frau und so weiter, es ist keine Ausrede in Wahrheit, oder? Genau, und es gibt Möglichkeiten, dass man beides verbindet und man muss nicht unbedingt eins hinten lassen oder mit einem sich unwohl fühlen. Es gibt Möglichkeiten, dass man das alles vereint und sich weiterentwickelt und was daraus macht. Da habe ich einen Impuls, was zu sagen. Einen Impuls, ja. Ja, weil du sagst, dieses Unwohlsein. Ja. Ich glaube, das war so ein Auslöser, nämlich für unsere Zuseher und für die Gäste dieses Abends. Wenn wer sagt,
mir geht es auch so, ich weiß nicht genau, was es ist, ja, aber ich denke mir oft, ist das noch was möglich oder war das wirklich schon alles oder so, weil man oft eh schon einen Job 10, 15 Jahre macht, aber trotzdem irgendwie mit was unzufrieden ist. Ich glaube, das war irgendwo so der Kickpunkt da, wo man bei uns richtig ist. Mhm. Wo man vielleicht den nächsten Impuls jetzt kriegt und bei unserer Fülle an Themen, die wir anbieten können an dem Abend, ist sicherlich der nächste Schritt dabei. Ja? Also das traue ich mir jetzt vom Fleckbeck behaupten. Ist so, ja. Ich kann da noch dazu sagen, mir geht es persönlich auch immer so. Rocksports, wenn ich da drinnen arbeite, man wird auf Dauer irgendwo betriebsblind. Mhm. Und ich muss mir auch immer von externen Impulse holen. Das können Podcasts sein, das können Bücher sein, das können Seminare sein, das können Vorträge sein, die ich selbst auch konsumiere. Da geht es euch wahrscheinlich genauso. Und damit schafft man es, diese Scheuklappen, die man, so wie du erwähnt hast, wenn ich 15 Jahre einen Job bin, dann habe ich diese Scheuklappen, dass ich das Ding weglege. Und da ist zum Beispiel mit dabei der Alfred Sinzinger. Und der Alfred, der hat auch diese Eier unter Anführungszeichen, der hat sich jetzt mit seinem eigenen Schilf Business, würde jetzt zu weit führen, aber schaut mal auf dem Alfred seiner Seiten vorbei, der hat sich jetzt nur mehr mit seiner eigenen Idee selbstständig gemacht. Mhm. Das sind halt so Dinge, dass man genau mit dieser Impulsnacht sich von extern eben diese Impulse holt und nur mehr sagt, okay, jetzt bin ich 35, 45, 55, 65, völlig egal, ist das jetzt schon alles gewesen? Und wenn ich sage, okay, ich arbeite jetzt noch 10 Jahre und bin dann in der Pension, was passiert dann in der Pension? Mhm. Wenn wir Menschen keine Ziele haben, dann verlieren wir auf Dauer den Spaß. Und ihr habt vielleicht den einen oder anderen im Freundesbekanntenkreis, wo ihr das merkt, wo zwar die Pension da ist, aber irgendwie die Lebensfreude nicht. Mhm. Ich habe letztens mit einem gesprochen, der mit über 70 Jahren sein Jurastudium nachgeholt hat und jetzt noch Richtergehilfe ist, mit über 70 Jahren. Mhm. Und das sind einfach so Dinge, die mich motivieren und genau das ist die Idee, dass wir diese Impulse liefern, mit jeweils unseren persönlichen Geschichten, weil wir das so durchgemacht haben. Und du gehst im Prinzip, wenn du bei der Impulsnacht mit dabei bist, mit insgesamt 6 Themen raus, muss ich aufpassen, dass nichts runterfliegt, 6 Themen zu den unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel die Finanzen, zum Beispiel, wie kann man es formulieren, Strategie, die geistige Entwicklung. Berufliche Kernkompetenz ideal einsetzen. Mhm. Ja. Genau, bei mir geht es darum, wie kann ich als Hausfrau, als Mutter, als 100 Stunden arbeitender Manager, wie auch immer, die Ernährung in den Griff kriegen. Es ist so einfach, aber die meisten Menschen machen es zu kompliziert. Das heißt, bei mir wird es den Ernährungsinput gehen. Mhm. Und Chrissy, du bist zu lieb und wir haben ja noch 3 andere, die uns da unterstützen. Und zwar haben wir da zum Beispiel, die unterstützt mich einfach, wenn ich da was zu wenig sage. Und zwar haben wir da zum Beispiel die Verena Wimmer. Die Verena ist jemand, die im Bereich der Psychologie angesiedelt ist. Und die schlicht und einfach das Thema Mindset begutachtet. Und da ist zum Beispiel der Josef Baumann mit dabei, der hat eine eigene CrossFit-Box und der hat vor kurzem eine Strength Coach, das ich rausbringe, Ausbildung gemacht, hat in kürzester Zeit Gewicht reduziert. Da brauche ich das richtige Mindset, dass ich das in dieser kurzen Zeit durchhalte. Oder das genauso heißt, Money-Mindset. Beim Thema Finanzen ist genauso wichtig. Gleiches Thema. Habe ich das richtige Mindset, dass ich überhaupt Geld verdienen kann? Das hört sich jetzt so blöd an, aber das wirst uns du zeigen, was da Hintergrund ist. Das heißt, das wird die Verena machen. Dann gibt es noch einen jungen Herrn, den Sie vielleicht schon kennt, der Florian Reiter. Das ist ein Laufcoach, ein Trailrunning Guide, ein Sportphysiotherapeut, den kennt ihr vielleicht schon von einer älteren Rock-TV-Sendung. Ein ganz ein feiner Kerl. Und mit Florian und mit mir hat das damals alles begonnen, dann seid ihr alle dazugekommen und dann ist diese ganze Dynamik entstanden. Das heißt, beim Florian wird es darum gehen, back to the roots, die Natur wieder spüren. Und ihr kennt das vielleicht, irgendwann kommt man in so einen Alltagstrott rein, wo man jetzt regelmäßig in der frischen Luft draußen ist. Bert, du weißt das, mit deinen Mountainbike-Rennen, wenn man einfach draußen ist und Sport macht, ist, man merkt, im Körper bewegt sich was. Und genau das schaut sich der Flo an. Mhm. So, und dann haben wir noch wen, und zwar ist das der sportliche Guide bei uns in der Runde, und zwar ist das der Tom Netzmann. Der Tom ist nicht nur ein richtig feiner Kerl, sondern ist sportliches Multitalent und einer, der das mit größter Leidenschaft macht. Und der Tom wird bei uns das sportliche Rahmenprogramm, ich formuliere es einmal so, gestalten. Ich will gar noch nicht so viel verraten, aber auf der Impulsnacht gibt es nicht nur Vorträge, sondern auch ein Rahmenprogramm. Das soll jetzt nicht abschreckend klingen, sondern
Es ist wirklich was Cooles, wir haben uns da was richtig Feines einfallen lassen. Das heißt, in Summe, was bekommt ihr bei der Impulsnacht? Ihr braucht es nicht so ausschauen wie der Chris, um bei der Impulsnacht teilzunehmen, weil er gerade vom sportlichen Rahmenprogramm spricht. Ihr könnt es, aber ihr müsst es nicht. Okay, alles klar, das ist gut. Ja. Also, zusammengefasst, bei der Impulsnacht gibt es 6 Vorträge, das sind genau die 3 Damen und Herren und wir 3. Es gibt ein Rahmenprogramm und das Ganze, wie gesagt, will ich jetzt nicht zu viel erwähnen, aber das Coole ist, wir haben dazu den größten Kinosaal in Steyr gebucht, im Star Movie, mit über 260 Plätzen. Und das ist die aktuelle Sitzbelegung, ich hoffe, das kann man erkennen. Das heißt, die dunklen sind die, die schon vergeben sind. Das heißt, obwohl wir jetzt erst ein paar Tage online sind, füllen sich die Reihen. Und ihr könnt direkt, wie es beim Kinofilm ist, euren Lieblingsplatz buchen. Es gibt jetzt auch noch die Early Bird Tickets. Wir verlinken jetzt dann unten, und zwar haben wir ein paar virtuelle Assistenten, die jetzt da unten dann, hoffentlich funktioniert das, in die Kommentare den Link auf unsere Webseite reingeben und den Link zu einem aktuellen Gewinnspiel. Denn bis Samstag gibt es noch ein Gewinnspiel, wo man 3x2 Tickets, wenn ich mir so richtig weiß, 3x2 Tickets, das heißt du, dein Freund, deine Freundin, deine Affäre, wenn auch immer du mitnimmst, kannst du mitnehmen, gibt es bis Samstag die Möglichkeit und da unten gibt es jetzt gleich den Link dazu. Das heißt, bevor du da die Plätze reservierst, hast du noch die Möglichkeit, die Plätze zu gewinnen. Ja, das ist im Prinzip das Wichtigste dazu, sprich 6 Vorträge in einer richtig feinen Umgebung, Kinosaal, 260 Leute, ein Rahmenprogramm, das richtig fein wird und das sage ich nicht nur so, sondern das ist so. Absolut. Wir haben selber letztens lachen müssen, wie cool das ist. Also ich freue mich schon extrem drauf. Sehr lustige Vorbereitung dazu, ja. Und das Feine, das sage ich jetzt das wahrscheinlich schon das mehrfache Mal, das Ganze ist ein extrem feines, gutes Herzensprojekt. Jeder von den Damen und Herren, die dabei sind, haben eine Story zum Erzählen. Und das Ganze wird nicht stundenlang dauern, sondern jeder hat 20 Minuten Zeit, wo du deine, ich meine, wichtigsten Key Learnings zusammenfasst. Das heißt, du wirst da nicht nach einer Stunde einschlafen, sondern es wird zack, 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 in kurzer, kompakter Form das Know-how geben. Und du kannst nach Hause gehen mit dem Know-how und 1:1 mit der Umsetzung beginnen. Du willst noch was sagen? Genau, ich habe gerade Luft. Ja. Du hast einmal gesprochen von 7 Personen und Herzensprojekt. Genau. Und vielleicht habt ihr ja schon bemerkt, wie toll das grafisch aufbereitet ist. Das macht sie nicht von selbst. Da haben wir ganz eine tolle Frau im Hintergrund. Die will nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehen, aber wir wollen es der Fairness halber natürlich erwähnen, weil sie schlicht und einfach dazugehört. Katrin, falls du das siehst, danke, dass du das alles so hübsch designt hast. Und schaut's vorbei am 8. November, denn dann könnt ihr euch die Katrin live anschauen. Ne? Allein das ist schon der Grund, dass ihr euch jetzt da im Star Movie Kinosaal ein Ticket gönnt. Die Gewinner unserer Gewinnspielkarten kriegen natürlich ganz feine Plätze. Also die sind reserviert, die halten wir frei und sind natürlich ganz exklusive Plätze. Das sind quasi die VIP-Plätze, genau. Die bekommen dann unsere Gewinner. Ja. Ein Geheimnis werden wir am 8. November noch lüften, was es nämlich mit Stefanie Werger auf sich hat. Also sie wird wahrscheinlich nicht persönlich kommen, aber da gibt es eine ganz besondere Story dazu und ich glaube, die darf auch ich lüften an dem Abend. Also da sind wir nur ein bisschen am Diskutieren, wer die lüften wird, aber ich würde es gerne machen. Ich werde im Anschluss nur mit den beiden verhandeln. Genau. Ja. Frage in die Runde, wer kennt die Stefanie Werger? Ja. Okay, jetzt bin ich auf die Kommentare gespannt. Also wirklich spannend, wer kennt Stefanie Werger und für welches Lied auch. Aber, es tut sie nichts, es tut sie nichts. Es ein bisschen jüngeres Publikum. Ja, also ihr seht, da gibt es ein paar Running Gags im Hintergrund und da merkt man einfach, die Gruppe, die ist extrem zusammengeschweißt. Also es wird nicht irgendwas Unpersönliches runterplappern von irgendwas, sondern ihr werdet diese ganze Dynamik mitbekommen und ihr werdet merken, was wenn die richtigen Leute zusammenkommen, bitte, was haben wir? Stark wie ein Felsen. Wow. Und die Kerstin, Kerstin ist nicht 40 plus, sondern die Kerstin ist sogar jünger wie ich. Also gute Ausbildung. Ja, okay. Genau, stark wie ein Felsen, das wird einen ganz wesentlichen Punkt haben. Also ich merke gerade, es steigen immer mehr Besucher bei dem Thema. Also wir sollten vielleicht da noch ein bisschen drauf bleiben auf dem Thema. Mario, bitte. Wir sollten das Thema auch nicht überreißen. Ja, das okay. Also ihr seht, das ist alles einfach eine coole Sache, macht extrem Spaß. Das heißt, noch einmal der Abschluss. Geht's auf die Denkweise-Webseite und zwar heißt es denk-weise.events. Wir verlinken das Ganze da unten. Schaut euch das an, ihr kriegt noch einmal die knackigen Infos, die wir jetzt durchgegangen sind, für jeden Keynote-Speaker. Ihr kriegt auch den Link, wo man sich die Plätze reservieren kann.
Und das ganze Rahmenprogramm, was alles noch dazu kommt, wollen wir gar nicht zu viel verraten. Und der letzte Tipp ist noch, macht es auch beim Gewinnspiel mit. Mhm. Denn beim Gewinnspiel habt ihr, wie gesagt, dreimal zwei Tickets. Genau, danke. Könnt ihr dreimal zwei Tickets gewinnen und wir freuen uns auf jeden einzelnen von euch. Und diese Impulsnacht, die, da sehe ich schon, da kommt schon der Link rein. Danke. Diese Impulsnacht kann Leben verändern. Das soll jetzt nicht hochgestochen oder irgendwas klingen. Aber ich, bei mir war es so, wenn es das damals bei der Gründungszeit von Rocksports gegeben hätte, ich hätte mir genau das gewünscht. Mhm. In kurzer und knackiger Form die wirklich essentiellen Punkte. Die kann jeder von euch beitragen und ich kann selbst euch von euch lernen. Wir können gegenseitig von uns lernen. Das heißt, wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln in allen Bereichen fressen. Und darum wird das auch für uns extrem spannend werden. Ja, jetzt habe ich lange geplappert. Habe ich was vergessen? Na, Gewinnspiel haben wir erwähnt. Vorträge haben wir erwähnt. Albert Einstein war dabei, ich denke. Albert Einstein zitieren wir noch einmal. Probleme kann man nur mit oder niemals mit derselben Denkweise lösen. Bitte tiefer gehen. Ja. Durch die sie entstanden sind. Das heißt, wenn es irgendwelche Probleme im Leben gibt, und die haben wir alle, jeder hat irgendwo sein Thema, ob das jetzt Geld ist, ob das Ernährung ist, das Körpergewicht, das Sportlichkeit, das Berufliche, was auch immer. Jeder hat irgendwo seine Problemchen. Mhm. Und du wirst dieses Problemchen nicht lösen, wenn immer alles genau gleich ist. Und genau das sagt dieses Zitat aus. Das heißt, such da Möglichkeiten, such da Impulse, die dich genau da rausbringen. Und genau dafür haben wir die Impulse nachgemacht. In diesem Sinne, vielen Dank. Schönen Dank fürs Dabei sein. Am 8. November. Genau. Und meine Frage noch, meine Abschlussfrage, wie spannend war das für euch? Habt ihr die Infos? Die Michi schreibt schon super Sache, herzlichen Dank. Schreibt es unten noch rein, ob es noch Fragen gibt, wie euch das gefallen hat, denn auf Facebook wird mit Kommentare bezahlt. Das heißt, wenn ihr uns damit zeigt, okay, das ist eine coole Sache, dann wissen wir, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind und dann können wir da weitermachen. Das heißt, ich freue mich über Herzchen, Likes und Wows und über cooles Feedback und wenn Fragen sind, könnt ihr euch jederzeit natürlich bei uns melden. Herzlichen Dank an euch beide. Vielen Dank für die Einladung. Und Impulsnacht, 8.11. anmelden. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao.